Mein Arsch ist so kalt. Ich muss gerade mal meinen Arsch ein bisschen wärmen. Achso, willkommen zurück bei Starbound. Ah, das Feuerchen ist... Sitzt du hier wirklich gerade Arsch an Arsch mit mir? Alter, was? Der schwule Roboter. Ich überlege mir das mit Windows echt nochmal. Das geht so nicht mehr. So. Der hat bestimmt eine Backdoor installiert. So, ich mach da mal Fackeln hin. Soll ich mal wagen, da drüben hinzugehen und zu gucken, ob der Typ noch da steht? Da gehe ich aber mit. Hier ist ein riesiges Wasserbecken. Oh, das sieht unheimlich aus. Oh. Das ist jetzt Krokodil. Alter, oder sowas, guck mal da unten, das ist der Tempel. Mit dem riesen Zeichen, wie geil. Sieht ein bisschen aus wie Zelda, ne? Ja, ich auch, aber ich glaube, das könnte eventuell ungesund werden. Können wir uns hier durch? Guck mal, wir können uns hier durchbauen. Ja, ja, warte. Ich guck nochmal. Alter, hier links kommt. Oh. Ob es daran liegt, dass wir deren Sarg mit haben? Das sind doch diese Vogelmenschen, oder? Oder meinst du, die sind einfach aus Prinzip böse? Oh, da oben ist der mit der Laser-Dingens. Oh. Der verfolgt dir aber nicht, oder? Nee. Aber da ist auch nochmal ein riesiger Tempel. Da oben. Okay, ich versuche gerade mal. Ich hoffe, dass... Alter, wir brauchen dringend eine Spitzhacke. Ach ja. Alter, schon mein Urgroßvater hat ja gegraben. Das ist eine Familientradition. Alter, ich muss mal auftauchen. Kann man das überhaupt durchgraben? Doch. Ja, das geht. Kann man das doppelt so schnell durchgraben, wenn man zusammengräbt? Nee, ne? Weiß, ich mach einfach mal mit. Das Lustige ist, wir werden gleich bestimmt sterben. Weil da unten ganz viele von den Viechern sind oder Fallen oder irgendwas. Glaub auch. Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, der hat ja schon eine Waffe gehabt, ne? Was? Ach, da rechts ist wieder so ein Hampelmann. Pass auf, ich mach mal Folgendes. Oder? Gute Idee, ne? Super. Oh, oh. Oh, oh. Ach, das Viech geht weg. Okay. Müsste auch gleich auftauchen. Vorsicht. Viech. Oh, wir sind durch. Au, da schießt jemand von unten. Nein, jetzt kommt der Penner. Oh, epischer Unterwasserkampf! Juhu! Während wir da unten die ganze Pisse runterfluten. Das machen die bestimmt auch einmal im Monat. Aua! Da sind tatsächlich fiese Laserviecher. Ob das so eine gute Idee ist, da jetzt runterzugehen? Alter, wir füllen hier das ganze Ding füllen wir dann nach unten ab. Auch gut eigentlich. Ich finde das aber so geil, dass das Wasser auch wegläuft, wenn man das da runterfüllt. Das stimmt. Und das Doofe ist, dass ich jetzt nicht mehr hochkomme, glaube ich. Okay, da haben wir welche mit Lasergun, da hinten auch. Oh. Erst nochmal vorher was. Aber wir können eh nicht runtergehen, das ist mal geliefert, glaube ich. Da müssen wir uns erstmal ausrüsten. Guck mal, da versucht hinterher zu kommen. Hahaha. Ich würde ja gerne ein bisschen scrollen können, um zu sehen, was da unten noch so kommt. Das wäre schön. Hast du recht. Pass mal auf, ich krafte mal ganz kurz, habe ich, ein paar Wooden Planks krafte ich uns mal. Dann kann ich auch Wooden Plattforms craften. Mit diesen Wooden Plattforms kann man Treppen bildern oder Leiter. Und die werden wir in Minen eigentlich auch noch brauchen. Pass auf, ja. Dann lege ich die mal einfach. Ich lege die mal mit ins Inventar statt den. Nee, dann Bandagen behalte ich mal. So, mit den Treppchen können wir nämlich jetzt hier einfach mal so ein Ding. Zack. Sieht man jetzt kaum, da ist so ein Popel und dann kann man da draufsteigen. Und somit auch Hindernisse überwinden. Pass auf, da oben ist der Lasergurkenmann. Ja. Also Laserwaffenmann. Lasergurk. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Kann man die Pflanze abbauen da oben? Die kann man abbauen. Warte. Ach so, kann man gar nicht in Luft setzen, natürlich. Hey, ich habe eine Pflanze gefunden. Hey! Tschüss, mach's gut! Alter!
Ich wollte wollt doch nur mal einen Tempel gucken. Was, so baut er mich ein, ey. Ich habe Angst vor dem komischen Roboter. Boah, die haben eine Sniper drinne, krass. Das ist sehr beruhigend. Wir können die aber natürlich auch einbauen da, ne? Ja. So, zack, eingebaut. Das Problem ist nur, auf dieser Seite hier wird doch bestimmt jetzt auch noch einer sitzen. Irgendwo. Da ist noch eine, da sind noch mehr Tempelkammern. Alter, das ist eine riesige Anlage. Da ist wieder ein Vogelmann. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht erstmal anderswo oder anderweitig ausrüsten. Aber es ist geil, dass man hier endlich mal was findet. In der anderen Welt hatten wir sowas nicht. Das stimmt. Ich hätte einen Treppen bauen. Du Arsch. Alter. Mist. Ich weiß genau, was du vorhast. Lass das. Ich weiß genau, was du vorhast. Lass das. Huch. Aua. So, geh doch mal bitte gucken. Ja, natürlich. Oh, danke. Ich bin ein Teamplayer, weißt du doch. So, so. Hey, zurück im heimischen Boah, Geld. Mann, ich hab mich verdrückt. Ich bin auf F gekommen statt auf D. Scheiße. Oh, doof, schade. So. Hier, meine mal Wooden Planksy. Ein Wooden Crafting Table steht uns sicherlich auch gut zu Angesichte. Haben wir noch gar nicht, ne? Nee, aber gleich. Hey! Und Quest complete. Wir spielen ja sowieso nicht mehr nach Quest, ne? Also später wieder. Es war ein großer Fehler, wie sich rausgestellt hatte. Ja. Aber wir werden diesen Fehler natürlich nochmal machen. Wir werden natürlich nicht aus ihm lernen. Hier auch zu dann wahrscheinlich, ne? Hm? Hier zu so. Und dann nee, da kommt noch eine Tür. Nein, aufmachen, weil sonst kann ich ja keine Tür reinbauen. Hast du schon eine Tür? Nee, aber dafür habe ich ja ein Crafting Table zum Bauen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen hinten eine Wand reinmachen. So, weil, hab gehört, das ist ganz cool, Wände zu haben. Ich finde die Aussicht da hinten ist aber schön. Mach mal Fenster rein. Das Geile ist, man kann hier so viel bauen und so viel machen, das ist echt ein Traum. Ja, abgesehen von den ganzen Höhlen, die man halt noch hat, ne? Ja. Übel. Rechte Maustaste war nach hinten bauen, ne? Genau. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich ja schon mal ein bisschen, Alter, das kostet so viel Holz. Und ich weiß, man kann da unten natürlich einstellen, wie viel Holz man machen möchte, aber mache ich eh nicht. Huch. Was? Ich frag gar nicht. Der Roboter wieder. Er weiß es nicht besser. Ich will mal CC-Cleaner draufhauen. So, wir könnten eigentlich auch ein riesiges Fenster im Hintergrund lassen, aber ich dachte, wir bauen doppelstöckig. Ja, wäre dann cool. Dass wir hier dann so ein bisschen... Wir wollen ja auch wieder irgendwo schlafen und so. Ach, also mein Bett ist hier und deins im Tempel. Im Schwimmbad. So, ich brauche Holz übrigens. Scheiße. Oh, eine Blume. Ach, und da hinten sind wieder so eine Viecher. Ich schlachte mal in diesen. Hä? Hast du gerade. Warst du das gerade? Achso. Nee. Hat sich angehört wie Schnarchgeräusche. Geräusche. Schnarchgeräusche. Geräusche. Boah, was das Holz frisst, ne? Ja, das ist unfassbar. Aber ich hab ja wieder Holz jetzt, danke. Dieser Drecksack-Roboter. Ich hasse diesen Roboter. Was? Ich überhör sowas. Ich weiß. Selektive Aufnahme. So, komm schon, Baum. Ich will eine Axt. Ich will eine Axt. Wie er da wieder bereitsteht, dieser Geier-Roboter. Alter, das gibt's ja gar nicht. Aber guck mal, wie viele Monster da unten sind. Geh weg! Hier, mach mal den ersten Baum. Dann haben wir beide wenigstens.
Doch geil, wie ich das Klopfen höre. Schlimm. Vorsicht, Baum fällt. Ach geil, fällt auch aufs Haus drauf. Finde ich cool. Mhm. Wie die Geier einfach. Und so. Wie viel hast du? 75. Der Doofkopf-Roboter. Tschüss. Ach, schade, jetzt wollte ich schnell eine Wand bauen. So, warte. Die tue ich vielleicht mal lieber... Tue ich mal ins Inventar und dann krafte ich mir wieder. So, Woodplanks. Das müsste auf jeden Fall... Ach, ist schon zu. Cool. Okay, warte. Was machst du denn da? Hm? Was machst du denn da? So. Ich dachte schon, dass du würdest da... Ich hab schon gedacht, du hättest da vielleicht... Da. Ja, hast du gedacht. Ja, komm, ich mach mal. Komm, geh schon mal hin, sammel schon mal auf. Ja, das hättest du gerne, ne? Da. Guck, ich hab ein Crafting Table gebaut. Ach, cool. Da haben wir jetzt zwei. Das ist ja toll. Ach so. Wooden Door. Ich mach mal zwei Wooden Doors, ne? Mhm. Vielleicht ich einen Wooden... Spitzhacken machen kann oder sowas. Und zwei Betten mache ich auch mal. Einen Zaun könnte man theoretisch auch machen. Gab's denn das letzte Mal schon? Einen Zaun? Ja. Ja, eigentlich schon. Nicht, dass aufmerksamer ich, lesen. Nicht, dass ich die Erfahrung mit einem eigenen prächtigen Garten gemacht hätte oder so. Hm? So, die Tür, passt die da rein oder muss ich... Ja, die passt da super rein. Hier ist, glaube ich, zu tief. Stone Pickaxe. Was braucht man denn dafür? Wahrscheinlich Stone. Ja, den habe ich, aber ich brauche Wooden Plank. Aber habe ich auch noch. Müsstest du... Ja, auf jeden Fall. Was soll das denn heißen? Auf jeden Fall hast du noch Wooden Planks, soll das heißen. Weil ich sie dir geklaut habe, wolltest du damit sagen? Was? Ja, das wollte ich damit sagen. Und jetzt? So, guck mal hier. Ach cool, danke. Das ist ja liebevoll. So ein guter Roboter. Noch eine Axt oder sowas zusammenkriege. So, pass auf, dann baue ich hier mal so ein... Zack. Dann haben wir hier eine Leiter. Ja, wollte eigentlich eine Axt werden, aber hier ist ein Stuhl. Ach toll, da setze ich mich. Da zersetzt du dich? Ist voll bequem, der Stuhl. Kann ich nur empfehlen. Eigentlich brauchen wir ja gar keine Leiter. Können wir auch so hoch springen, naja. Und dann mache ich hier oben mal. Ich habe jetzt leider nur ein Bett. Ne, zwei. Ah, ich habe mitgedacht. Das mache ich aber andersrum. Huch. Ach nee, da will ich nicht hin. Geh doch mal einkaufen im Tempel. Vorsicht, da rechts ist irgendwas Fieses. Oh ja. Oh, Stein. Ich grab mich mal. Nee, ich grab mich hier nicht runter, oder? Nee, ich grab mich hier nicht runter. Das sieht so scheiße aus. So. Huch, was sind das denn für Viecher da draußen? Die sind bestimmt brav. Ja, komm, ach, ich hab komm. Ich hab keine Kohle mehr. Überhaupt keine Kohle mehr. Ist gut, ich hab gar keine Kohle. Greifen die einen nicht an, die Viecher? Nee, die sind, glaube ich, lieb. Das Lustige ist, je fieser sie aussehen, desto lieber sind sie immer. Ja, irgendwie schon. Hallo! Lock den mal hierher. Wie soll ich denn hierher locken? Schlagen und zurückrennen. Na. Ist der böse da hinten? Da kommt so ein Taschentyp an. Mit drei Augen. Was ist das denn für eine Kreatur da hinten? Ja, weiß ich auch nicht. Du wolltest gucken, ob der durch die Haustür kommt, ne? Nee, ich wollte eigentlich gucken, ob der in die Säge reinläuft. Ach so.
ob es ein riesiges Metzel gibt. So, warte. Ich brauche Kohle, brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und ich habe noch keinen Stein. Ich muss halt mir auch mal Stein holen. Wusstest du, dass man Kohle als Treibstoff für das Raumschiff benutzen kann? Nein? Wirklich? Ach so. Das erklärt einiges. Bist du denn in die Höhle unten gegangen? Nein, ich bin nach links. Einfach nach links. Ja, ja, natürlich. Kannst du dir mal eine Fackel anbringen? Das Doofe ist, ich habe keine Kohle mehr. Und ich kann keine Fackeln bauen. Super, danke dir. Ich wollte jetzt ein bisschen Stein sammeln für neue Hacken. Da unten ist dieser Tempel. Da können wir uns ja eigentlich mal dran langgraben. Ja. So, ich sammle erstmal ein bisschen Stein für neue Hacken. Wobei, du hast mir schon eine geschenkt. Wieso mache ich das eigentlich weiter mit dem Scheißding hier? Und wieso habe ich da Fleisch im Inventar? Da unten gibt es bestimmt eine Menge zu holen, ey. Ja, ich glaube auch. Das sollte man auch unbedingt ausräumen irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich frage mich halt, wie lange es dauert, bis man die ganzen Rezepte für diese Waffen und sowas hat. Das dauert eine ganze Weile. Ja, vor allem muss man dafür man muss Planeten abklappern ohne Ende. Davon gibt es wohl ein paar Millionen insgesamt. Das wird also dauern, bis wir das im Let's Play alles gezeigt haben. Ich glaube, es gibt sogar unendlich viele, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wir haben wahrscheinlich auch immer generiert dann, ne? Genau. Das da unten könnte tatsächlich ein Dungeon sein. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher, weil ich habe keine Ahnung. Da unten eine Fackel hinhängen? Nee, so weit kommt er nicht. Oder? Ah doch, guck mal. Oh, sieht gut aus. Wir können uns ja mal hier mal spaßeshalber dran entlang hangeln. Alter! Ah, ist eine riesige Goldplatte. Nella auf einmal unten war gerade. So, pass auf, ich mache hier mal eine Treppe, damit wir auch wieder hochkommen. So. Die sehen echt ungemütlich aus. Oh, ich höre Wasser oder sowas, kann das sein? Ja. Wie mutig wir uns hier entlang graben an der Außenwand. Ja. Wir sind wie der Typ, der an der Wand wohnt. Kohle gefunden? Nee, überhaupt nicht. Ach Mist, ich vergesse immer, dass ich keine Fackel habe. Vielleicht sollten wir erstmal woanders graben. Ich glaube auch, weil wir brauchen echt Kohle irgendwie. Ja, das bringt so nichts hier. So, dann gehen wir mal woanders hin, gucken. Und das kann ja eigentlich nur rechts sein. Oh, warte, eine Sache habe ich noch, die ist wichtig. So. Für einen guten Empfang. Das Haus ist einfach schön. Das ist das schönste Haus, das ich je gesehen habe. Erinnert von der Form her sogar an das andere, ne? Ein bisschen, ja. Wir müssen ja den Vibe quasi... Oh, ist der böse eigentlich? Oh ja. Boah, Alter. Oh, der macht Schaden. Oh, nein! Aua. Oh, oh, oh. Ich muss mich gerade mal heilen. Kriegst du den? Ich auch. Ja, ist tot. Super. Boah. Boah, erstmal Bandagen fressen. So, hier könnten wir doch irgendwo nach unten gehen. Ja. Ja. Machen wir hier. Hier ist schon offener. Pass auf, ich hab eine Idee. Wir machen das einfach hier. Oder? Das wäre auch geil, ja. So ein Tempel haben wir dann. Genau. So ein Bergwerkeingang. Yo, Jimmy, wir müssen wieder einen Stollen. Das Blöde ist nur, wir haben keine Fackeln. Und dann lauf du vor, ich leuchte dir den Weg. Doch gut, oder? Meine? Ja, das ist formidabel. Ich mache hier nochmal ganz kurz so ein Ding. Dann können wir hier wieder raushüpfen. Das ist doch super. Okay, hier links runter. Eigentlich könnte ich ja... Ich könnte ja selber mitleuchten. Okay, wir gehen hier mal in die andere Richtung. Ohoho! Ohoho! Gucke mal! Oh, schön! Was? Jump Boost! Wir sind jetzt schneller! Was uns überhaupt nichts bringt. Yeah, cool. Geil! Vielleicht hier nochmal ein bisschen Bandagen sammeln, oder? Machst du den Leuchtturm? Ja. Oder hast du zu viel Scooter gehört? Warte. How much is a fish?
So, das Viech da unten, wie kriegen wir das weg? Das sind mehrere. Ich habe eine Idee. Jetzt kommt. Kannst du, komm mal hinter mich und leuchte mal ein bisschen. Nicht ganz so nah, bitte. lieber Android. Ich fühle mich doch irgendwie intim belästigt. Oh, das wurde gefixt, wie gemein. Geht nicht mehr, ne? Krass. Nee. Okay, pass auf. Ah, das müsste gehen. Durch die Luke auf die Fresse. Nein, ich komm nicht hoch, Scheiße. Lalalala. Du kleiner Drecksack. Oh. So, wer das Geld? Ich glaube, hast du mich eingebaut, Alter. Nee, weiß ich nicht. Kann in der Aufregung des Gefechts, weiß ich nicht. Oh, da geht's gerade schon tief runter. Wie gern würdest du mich jetzt schubsen, ich weiß. Warte. Leuchte mal runter. So. Was muss man nochmal drücken? Rechts, ne? Nee, was muss man drücken? Runter und springen. Ah, cool. Was? Boah, wie gern ich jetzt Fackeln hätte. Kann ich ja gar nicht sagen. Oh. Hier ist aber auch... Oh, oh, oh. Mann, du Arsch. Aber hier ist auch nirgendwo Kohle, ne? Nur Kupfer schon wieder. Ah, da hier ist Kies. Pass auf. Oh. Jetzt geht's rund. Ja. Wenn du... Warte. Könntest du mir assistieren? Du denn? Ach, da. Geil, so viel Kies. Da wird der Tobi bestimmt neidisch. Den mit der Lische hast du bestimmt schon öfter gebracht, ne? Den wen? Elisha Keys? Elisha Keys, ja natürlich. Und natürlich auch Keys Richards und so weiter. Hey, hier ist Eisen, was uns total viel bringt jetzt. Hey, das Gold, glaube ich. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier weitergraben, sonst komme ich nicht voran. Na komm. So. Ich glaube, wir brauchen Kohle. Ja, irgendwie wäre das ganz cool. Ah, Sand ist auch ganz gut eigentlich. Ich komme ja gerade so ein bisschen auf verlorenem Posten vor ohne Fackeln. Ist irgendwie blöd, ne? Ach, findest du? Also ich habe eine Daseinsberechtigung, das ist schön. Ah, nein! Oh, Gold. Zurück. Du hast das letzte Mal gemacht, das warst du tot. Ja, ich erinnere mich, scheiße. Warte, leucht nach unten, das sieht gut aus, da unten. Da kommt also jetzt das Grüne. Pudding. Was ist das? Schleimblock. Kohle, hier ist Kohle. Kohle. Boah, das ist ja ekelhaft. Das ist ein Popel, glaube ich. Geil, daraus können wir unser Haus bauen. Aus Götterspeise. Ich glaube, wir befinden uns gerade in den Nasenhöhlen. Ist das ein Diamant? Dennis. Ich habe noch nie einen Diamanten gesehen. Ist das ein Diamant? Geh weg, Tobi. Geh weg. Ja, das ist ein Diamant gewesen. Boah, du Drecksack. Du kleiner, schmieriger Roboter Drecksackarsch. Ich habe noch nie einen gesehen. Warte, ich gebe ihn dir. Moment. Manu. Boah, der sieht schön aus. Warte. Ein Diamant. Ich hoffe, was ich wollte. Tschüss. Warte, Inventar. Oh, cool. Nur einer bringt uns alleine sowieso nicht so viel. Wir müssen davon noch mehr finden. Ich habe noch nie einen gesehen, übrigens, im Spiel. Was ist das denn? Ist das Wasser? Häusen. Nein! Oh. Ja, Wasser direkt würde ich nicht sagen. Ich glaube... Eine Bandage essen. Sieht man irgendwie, wie lange das anhält? Ich glaube, es ist vorbei. Ist rum. Boah. Aber wie kriegt man das weg? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mit Potions, oder? So, tschüss, Tobi. Alter.
brauche ich da jetzt nicht rüber zu springen. Ich glaube, das könnte übel enden. Weißt du nicht, ich gebe dir den Diamant wieder. Blöd bin ich eigentlich. Huch, hier ist er zu. Was hast du denn hier gemacht? Alter. Wieso ist hier auf einmal zu? Für PvP, ganz ehrlich. Das geht gar nicht. Ja gut, aber ich war ja nicht gemein. Ich habe mich hier nicht richtig zugebaut. So für den Spaß war es super. Du hast doch Kohle gefunden, oder? Ja, schon. Oh, nicht schon wieder. Der Schleim ist aber gut, der ist relativ leicht. Da kommt man relativ einfach durch. Oh. Oh, da liegt noch was. Oh, 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 hier noch. Ah, und da oben ist wieder Gravel, Gravel. Eine Fackel? Nee, ich habe auch keine Fackeln mehr. Eine Kohle habe ich. Super. Warte, ich gravele mich hier gerade mal durch. Warte, ich crafte mal eben Fackeln. Mal gucken, wie viel ich daraus rauskriege. Leider nicht allzu viele. 4 Fackeln nur? Nee, das kann doch nicht sein. Ah, super. Ah, oh, Licht. Geil. So, hier hänge ich auch nochmal eine hin. Und dann... Oh, ich sollte unbedingt was essen, fällt mir gerade auf. Dann auch hungrig? Ich glaube, ich werde sterben. Ich kann dir ein Fleisch anbieten, das habe ich hier. Ein Fleisch habe ich, glaube ich, auch. Hast du schon 2, guck mal. Oh, und Chili kann ich leider nicht essen. Okay. Oh, ich habe... Hä, wieso hast du mir jetzt noch ein Fleisch gegeben? Brauchst gerade nicht. Kann man sowieso nicht essen, muss man vorher, Ah, okay. Scheiße, hätten wir vorher mal übers Campfire gehalten. Tja, Tobi, ich sag dann schon mal Tschüss. War schön mit dir. Ich habe, glaube ich, noch Campfire. 2 Stück. Guck mal. Stell mal auf, am besten. Dankeschön. Ach nee, Quatsch. Ich bin ja doof. Wie sieht denn ein Hungerbalken aus? Nee, geht eigentlich noch. Wo ist das zweite Fleisch hin? Ach da. Geht echt noch? Geht noch. Ist noch fast so, voll. Ich esse jetzt mal ein Fleisch und dann gucke ich mal fast voll. Und dann kann ich ihn auch ruhig essen. Als ob du ein schlechtes Gewissen hättest. Doch. Ich wollte das jetzt tatsächlich behalten, um quasi für den nächsten Hungrigen. Nee, geht. Mich wundert es auch selbst, aber geht eigentlich noch. Ach, weil du ein Roboter bist bestimmt, oder? Meinst du? Boah, geil. Was hast du denn da? Geil. Wieder. Kann sein, dass sich Rohstoffe schneller abbauen im Schleim? Ja, das ist genauso wie mit dem Teer auf erdähnlichen Planeten. Was ist das denn hier für ein... Cool. Hast du noch eine Fackel? Warte gleich. Oh. Sag mir nicht, du hast Hunger. Ach, das war der Gefrierbalken. Hier unten ist doch kalt. Alter. Hä, Gefrierbalken? Ja, der geht bei mir runter hier unten. Dann komm mal hier zur Fackel. Was? Also dann, ne? Geht einer immer noch runter? Nee, der Gefrierbalken im Moment nicht. Aber? Ja, das Dingens halt, ne? Der Hungerbalken. Ach, wirklich Hunger? Ja. Tobi, jetzt habe ich dein Fleisch gegessen. Also jetzt nicht deins direkt, aber was du mir gabest. Es ist halt ein bisschen blöd, dass man den scheiß Hungerbalken nicht dauerhaft sieht. Ja, das stimmt allerdings, da hast du recht. Aber gut, so weit unten sind wir ja zum Glück noch nicht. Boah, Kohle. Geil. Alter. Boah, wie du dich wieder gierig draufstürzt, das ist so ekelhaft mit dir. Ist mir schon früher aufgefallen. Ich will mich nicht nach unten graben, ehrlich gesagt. Meinst du, da kommt wieder Suppe? Hey, eine Fackel habe ich... Oh, Alter, kaum... Da kommt der scheiße Roboter sofort wieder. Ich muss das noch schnell upgriefen, wo ich gleich tot bin. Oh, geil, hier ist noch irgendwas. Warte. Wie die Gierigen, Alter, ist unfassbar. Oh, wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf, Kacke. Oh, stimmt. Okay, wir warten noch, bis Tobi stirbt. Dann machen wir eine kleine Aufnahmepause. Oh, warte, was ist das? Was ist das hier? Was ist das? Sewage-Block? Was ist ein Sewage? Oh. Häng du mal eine Fackel auf. Alter, warte mal.
Vorsichtig, Junge. Vorsichtig. Wie kann er das machen? So. Oh, ja. Tobi, ne? Mach's gut. Was ist das für ein keine Sorge, ich hol dir das Zeug für dich raus. Alter, das ist so unfair. So, oh. Oh, hier liegt ja Geld rum. Oh. Alter, ist das scheiße, ey. Du, das mit dem Fleisch war super lieb, muss ich nochmal sagen. Ja, ja, komm. Schön. Oh, ich kann da wieder Fackeln machen, fällt mir gerade auf. Da sehe ich ja gleich wieder was, das ist ja cool. Tobi, ich sag dir Bescheid, was hier unten los ist, ne? Hm, finde ich super. So, vielleicht mache ich... Warte mal. Hier? Au! Was denn? Ach, es wären ein paar coole Jungs hier unterwegs. Ja. Die mich schon wieder getötet haben. Alter, diese Viecher bei Nacht, ne? Bisschen ätzend, ne? So, ich grab mich derweil mal ein bisschen weiter hoch. Hier ist noch Kopper. Ach nee, Eisen. Boah, dem Schleim kann man aber super gut abbauen. Hm, das stimmt. Vor allem haben wir gleich mal einen Diamanten im Schleim gefunden. Das ist geil. So viel Glück hatten wir letztes Mal nicht. Das stimmt. So, wenn ich dann jetzt, Was ist denn dieses Sewage? Ah, Alter. Was denn? Ach, ich schlag mich hier gerade wieder. Ach so, wie immer. Pass auf, dass du nicht stirbst. Was denn? Ich muss hier noch kämpfen um meine Gegenstände. So. Boah, bin ich froh, dass es kein PvP gibt. Das wäre geil. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir kämen nicht mehr so zum Spiel. Was ist das denn da drüben? Was ist das denn? Da sind zwei komische blaue Sachen im Schleim, die sich so gut wie gar nicht abbauen lassen. Diamanten? Was ist das? Ja, zwei Diamanten! Ein Bright like a Diamond? Ja. Wir teilen ja, also, ganz kurz für die lieben Zuschauer, ne, die jetzt sagen, ihr gönnt euch ja gar nichts gegenseitig, das ist ein Spaß. Wir teilen das sowieso alles. Ja, ach, so lustig. Also ich find das immer lustig, ja, wenn du da vorrennst. Ja, macht's auch Spaß. Wer weiß, was noch so für lustige Sachen passieren. Also von mir aus können wir eine Aufnahmepause machen. Ich stehe jetzt wieder bei uns im Haus. Ach so, okay, ja, dann machen wir nur kurz eine Aufnahmepause und dann... Gucken wir mal, was in der nächsten Folge so passiert. Ich glaube, da graben wir uns noch ein bisschen nach unten, sammeln Kohle und so weiter. Vielleicht fliegen wir schon zum nächsten Planeten. Man weiß es nicht genau. Bin ich sehr gespannt und vor allen Dingen, Tobi, vielen Dank, dass du dabei warst. Macht echt mega Spaß, muss ich einfach sagen. Könnt den ganzen Tag spielen. Ja, ich find's auch super. Es ist sehr zeitfressend, aber es macht echt eine Menge Bock. Und vor allen Dingen merkt man, glaube ich, dass man Spaß hat, wenn wir trotz der Doppelfolgen schon wieder 10 Minuten drüber, 13 Minuten, ach, scheiß doch drauf. Ist doch egal. Ja, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.